So, da sind wir auch schon wieder und wir haben gerade keine Ahnung was gemacht. Wir haben Tom gekillt und keine Ahnung. Gehen wir einfach mal der Karte entlang, nach unten und schauen ab. Haben wir Jovita? Darf ich dich etwas fragen? Nein! Oh, lass gut sein. Halt dein Ich bin ein Maul! wenig töricht. Puh, fick dich, verpiss dich. Was haben wir denn? Zimmer aufgeräumt, putzen. Irgendwas müssen wir da noch machen können. Ein Glas von Mutters kleinem Helferliebling. Das ist alles. HDF. Ja, ich habe jetzt mal Aufnahme ohne Push to Talk gemacht, sonst hatte ich immer Push to Talk an. Mal gucken, wie das abgeht. Wenn das scheiße an sich anhört, mache ich das natürlich wieder Push to Talk Style. Aber whatever, Motherfucker. Irgendwo muss hier doch was Interessantes sein. Irgendwo. 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 Laufe ich eigentlich gerade lang? Meine Fresse. Ja, da jetzt rein. Hier runter. Und jetzt? Ach, nach draußen ist. Nach draußen, Bitches. Ach, Scheiße. Ich habe jetzt vergessen, meine Aufnahme. Aufnahme, sag ich schon. Meine Stoppuhr zu ballern, weil sonst vergesse ich immer. Ist das ein Stein? Wow. Am Stein. Jetzt habe ich nämlich meine Aufnahme verballert, ein bisschen. Machen wir einfach, wenn der tot ist hier. Ich glaube, den müssen wir nämlich töten. Okay. Wenn wir den getötet haben, mache ich den Part zu Ende. Weil ich cool bin, weil ich es einfach kann, weil ich King bin. HDF All. So, wie töten wir den denn jetzt? Mit Rasen. Geh weg! Ich könnte den Rasen mehr sabotieren, aber wie kann ich den denn. Vielleicht mit Telekinese haben, ich kann niemand sehen. Wo hat der mich gesehen? Der steht mit dem Rücken zu mir. Hat die F. So. Bum, 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 bum. Ja, leck mich am Arsch, ey. Wie töten wir denn jetzt? Kommt denn irgendwie hier? Nö. Will er mal. Boah, block doch nicht. Mülleimer. Geh auf. Geh auf. Okay. Dann nicht. Ja. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich glaub. Gehen mal rein. Ja, irgendwelche Objekte zu finden sein, womit wir das kaputt machen können oder sabotieren, wie auch immer. Warum? Warum? Warum ist das schon seit, weiß ich nicht, wie vielen Monaten? Da am Tropfen. Oh, echt? Oh, Zigaretten, Whiskyglas, Champagnerflasche kaputt. Hm? Kaputt. Wenn du das Fahrrad zu Weihnachten möchtest, musst du den Haushalt nützlich machen. Okay, ich bringe den Müll raus. Der muss er wahrscheinlich. Ja, da ist er ja. Ha. Geh weg, Lucius. Geh einfach weg. Dein Maul. Hä? Ich soll weggehen? They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding. Okay. Lass dich umarmen. Erst sagt sie, geh weg und jetzt sollen wir doch hingehen. Oh, Antonio, geil. Ich soll weggehen.
ich soll weggehen? They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty, 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 trying to catch me. Okay, wir gehen weg. Ne? Das auf und. Huh! Okay. Huh! Hm. Auch so. Bekannt. Benehmensstatus 68%. Und wir töten ihn. Soll ich nochmal an? Soll ich nochmal? Ah, wir haben hier. Hm. Wir haben hier einen Stein bekommen. Was machen wir jetzt? Müssen wir den in unseren Rasenmäher packen, ne? Ah! Ach, mich sieht jemand. Ich hab einen Stein gelegt. Ich will mal wissen, was das braucht. Ah, sowas ist das also. Superkleber. Oh, komm. Oh, ja, beweg dich. Oh. Oh, ja. Ich hab... Komm, oh, du bist... Oh, Supermodel. Antonio. Supermodel. Ich bin nur ein Paparazzi. 6 Jahre alt. Aber schon Paparazzi. Na, wo ist der Stein? Da! Wo kommt dieser Felsen her? Ich wette, ich kann das reparieren. Kann er? Also, das muss ich wahrscheinlich wieder zum Laufen bringen. Ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Stirb! Dios mio! Was ist passiert? Jetzt muss... Ah! Ich glaube, mit Gedankenkontrolle könnte ich den jetzt irgendwie bumsen. Oh, ich bin so toll. Direkt der ganze Kopf ab, ne? So sauber abgeschnitten, ohne das Hemd dazu kaputt zu machen. Geil. Ich wirf 6 Picks. 6 Picks. Wochen lang schlief ich nachts nicht richtig. Ich bekam einfach nicht den richtigen Durchblick, als ob mir etwas entgleiten würde. Ich wandte mich an die Kirche und bat um Hilfe. Ich hoffte, sie würden das Haus besuchen und den Leuten dort vielleicht helfen, ihnen Rat anbieten. Was auch immer Priester so tun, ich lag falsch. Wie vorherzusehen, gab es noch einen Unfall, diesmal im Garten. Eines der bizarrsten Dinge, die ich je gesehen habe. Ich hatte keine stichhaltige Erklärung und die Presse forderte vom Department Informationen. Diese Geier kreisten ständig um das Anwesen. Meine ganze Welt brach auseinander. Ich befragte Charles Wagner nun täglich. Er versuchte mir zu erklären, alles spiele sich auf einer ganz anderen Ebene ab. Sein Vater Fabius, den ich für ein wenig behämmert hielt, wurde plötzlich vermisst. Alle nahmen an, er wäre einfach verschwunden, um dem Stress zu entkommen. Nö. Was passiert hier wirklich, Dad? Wurden wir verflucht? Haben wir Feinde? Werden wir erpresst oder ist das eine Art Vendetta? Rede keinen Unsinn, Charles. Du greifst nach Strohhalmen. Ich weiß über deine Verbindungen zur Unterwelt damals. Ich weiß, woher unser Geld stammt. Du hast keine Ahnung und frag nicht. Sei einfach dankbar. Hast du keine Gefühle, Dad? Warum warst du nicht bei Toms Beerdigung?
Er war ein Versager und er ist auch gestorben wie einer. Er war nicht mein Sohn. Das ist einfach kalt. Du bist ein herzloser, verbitterter alter Mann. Wer hat dir alles gegeben, was du dir je gewünscht hast? Und jetzt ist es Zeit, zurückzuzahlen. Es stehen Ereignisse bevor, die weit jenseits deines Verständnisses liegen. Ich werde diese Wahl verlieren. Meine Welt zerbricht. Lucius spricht nicht. Nein, sie verliert den Verstand. Und auch du bist verrückt. Wir sind alle nur Bauern in einem großen Spiel. Diese Leute, sie sind letztendlich alle nur Futter für die Sense des Todes. Du musst nur deine Rolle spielen, Charles, und dein guter Junge sein. Ich, die bis zum Ende durchhalten, werde belohnt. Warum stehst du da rum? Warum? Da drehen. Warum hat's aufgehört zu regnen? Seems legit. Guten Tag, Miss. Ich bin Vater Lengel aus der Diözese Winterhill. Das ist Vater Di Cosimo. Wir haben von dem Unglück erfahren, dass dieses Haus befallen hat. Und wir kommen, um Ihnen unseren heilsamen Segen anzubieten. Sind die Herrschaften des Hauses zu sprechen? Was? Zum Teufel raus aus meinem Haus, verfluchte Parasiten! Schafft eure Röcke zurück zu den erbärmlichen Taugenichtsen in die Stadt! Schlucken euren Jesusmüll, aber runter von meinem Rasen, oder ich gebe euch Grund zum Beten. Geht mit ihrem Mist auf meinen Grund hausieren. Sieh zu, dass sie verschwinden. Hallo. Wie geht es dir, doofer Priester? Boah, ja, mehr. Mehr Filmsequenzen, bitte. Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Ah, Sie haben mich überrascht. Ich bin Wayne Preston vom Herald. Ich würde gerne mit Ihnen über die letzten Ereignisse hier in Dante Manor sprechen. Ich zahle gut für Informationen. Wissen Sie nicht, wer ich bin? Oh, Mr. Wagner. Entschuldigung, ich habe an der Haustür geklingelt, aber niemand öffnete. Es sah nach Regen aus, das also bin ich... Das ist Hausfriedensbruch. Ich könnte Sie erschießen. Hey, Augenblick! Nö, das machen wir gleich weiter im nächsten Part. Ciao.